Hallo Ladies und Gentlemen, heute wollte ich mal einen kurzen Guide machen mit einer Möglichkeit, die ich gefunden habe, wie man einzelne Gegner zwar nicht mega schnell, aber zumindest sicher aus dem Wege räumen kann, so ziemlich jeden einzelnen Gegner, und dafür brauchen wir zuallererst den guten Falk. Das ist ein Gefährte, den es ungefähr genau an dieser Stelle gibt. Wir befinden uns beim Konverter in Edan. Dieses Gebiet kann man relativ früh hin. Man sollte ein paar Level schaffen, man muss zwei Alpsoldaten auf dem Weg hier hoch töten. Das ist der Teleporter hier vom kleinen Lager aus. Der erste Teleporter, den man bekommt, einfach ein bisschen in nördliche Richtung. Dann ist man dort und hier an dieser Stelle, ungefähr genau dort, wo ich stehe, kann man Falk finden. Den habe ich jetzt in der Gruppe. Und das nächste, was wir brauchen, ist das Plasmagewehr. In meinem Falle das Plasmagewehr PT3, welches sich relativ einfach finden lässt. Und dazu springen wir zum Konverter in Süd-Abessa. So, und an dieser Stelle, auf der linken der beiden gelben Kisten, lässt sich das Plasmagewehr finden. Es ist kein Diebstahl, man darf es sich einfach so nehmen, wie alles, was in dem Konverter hier rumliegt. Und wenn wir diese beiden Sachen haben, das Plasmagewehr und den guten Falk, dann suchen wir uns einfach einen Gegner aus. Und ich habe mir schon einen ausgewählt, bei dem sehen wir uns sofort wieder. So, da wären wir bei dem Gegner meiner Wahl, in diesem Falle ein Bergtroll, der sich, wir gehen mal nochmal kurz weg, bevor er sich dazu entscheidet, uns anzugreifen, der sich in Ignadon befindet, und zwar so ziemlich genau westlich des Teleporters vom Hort der Kleriker, ein bisschen in die westliche Richtung, einfach so in diesem Gebiet hier nach ihm suchen. Und ja, besiegen tun wir ihn. Wir schalten das Plasmagewehr einmal um auf diese Rückschlagfähigkeit. Ich weiß gerade leider Gottes den Namen nicht. Warte, wir gucken nochmal nach. Der Plasmaball. Es ist der Plasmaball. Und mit dem Plasmaball werden wir einfach diesen netten Bergtroll eine versetzen. Wir gucken, dass Falk in unserer Nähe ist. Da ist er. Alles gut. Und einfach den Kampf beginnen. Der Plasmaball schleudert die Gegner zurück. Und während sie zurückgeschleudert sind, können sie natürlich nichts tun. Die Fähigkeit von Falk, seine Kugeln oder seinen Flammenwerfer, schleudert die Gegner auch bei jedem Treffer zurück, dass die sich quasi nicht wehren können. Ein Begleiter, wenn man selber nicht mitkämpft, schießt im Fernkampf immer 5-mal auf den Gegner. Das heißt, bei jedem 5. Schuss von Falk müssen wir quasi seinen Angriff erneuern. Es schadet auch nichts, wenn man es ein bisschen früher macht. Hauptsache ist, dass Falk nicht aufhört, selber auf das Vieh drauf zu schießen. Das Problem ist einfach, wir selber, wir könnten zwar, wenn wir genug Munition hätten, alleine auch die ganze Zeit auf das Vieh draufballern. Das Problem ist natürlich die Munition, die dabei drauf geht, weil wir machen relativ wenig Schaden, je nachdem, in welchem Stadium des Spiels wir uns befinden. Ich bin jetzt Stufe 14, glaube ich, also ich bin noch nicht so mega weit. Und wenn man die Viecher halt früher im Spiel kaputt machen will, dann einfach auf diese Art und Weise. Man kann sich entspannt zurücklegen, hin und wieder mal draufschießen, das Falk weiter draufschießt und das Vieh wird zurückgeschleudert und zurückgeschleudert und es kann im Prinzip gar nichts passieren. So, und so einfach wäre dieser Zyklop, Bergtroll ist natürlich sein Name, besiegt. Looten wir den nochmal eben. Am besten bevor wir sterben. Der Bergtroll. Schöne Sachen, schön, schön. Und
dann testen wir das einfach nochmal bei einem weiteren Gegner aus, wie viel Munition habe ich noch ausreichend vorhanden und ab zum nächsten. So, der vermeintlich erste Riesengegner, dem man begegnet, befindet sich direkt am kleinen Lager. Wollen wir nochmal kurz auf die Karte gucken, wobei eigentlich klar sein sollte, wo das ist. Hier direkt der erste Teleporter, wo die ganzen Gefährten sich sammeln. Ein kleines Stück östlich davon haben wir hier hinten das. Ich glaube, Ungeheuer ist sein Name. Wartet. Ne, der Unhold ist es. Bei dem muss man etwas aufpassen. Denn hier kann es leicht mal passieren, dass, wenn man den Gegner fast kaputt hat, sich einige andere Biester einmischen und dadurch leider alles kaputt machen, weil sobald Falk unterbrochen wird oder ein anderer Gegner neben Falk steht, geht er auf ihn. Wenn er unterbrochen wird, wechselt er in den Nahkampf und sobald Falk im Nahkampf ist, ist die Sache leider mehr oder weniger gescheitert. Jetzt weiß ich, dass hier von rechts oft noch ein Quitter kommt und versucht, uns ins Handwerk zu pfuschen. Hier sind sogar zwei Quitter. Den entledigen wir uns auch nochmal ganz kurz. Bang, bang, boom. Und dem hier oben sicherheitshalber auch noch. Und dann sollten wir es soweit erreicht haben. Wir schlürfen nochmal einen Heiltrank. Nehmen wir unser Plasmagewehr. Immer schön darauf achten, dass man hier auf der Plasmakugel drauf ist, dass der Gegner zurückgestoßen wird und beginnen das Spielchen genauso wie bei dem anderen. Und so legt man auch den Unhold. Alles easy. Es kann eigentlich gar nichts passieren, solange man Munition hat. Was haben wir hier Schönes? Aha, 32 Zähne, sehr schön. Das wären diese beiden. Das Einzige, was mir bisher bekannt ist an Monstern, ich habe mit Sicherheit noch nicht alle gesehen, weil wie gesagt, ich habe mich noch keiner Klasse angeschlossen, noch keinem Lager, noch nichts großartig. Ich bin wirklich noch sehr früh im Spiel. Wir sehen uns gleich nochmal bei einem anderen Gegner wieder, wo man es etwas anders machen muss. So, der Gegner, bei dem das bisher genannte nicht so gut funktioniert, ist der Kampfkoloss, die Kampfmaschine der Alps. Hier ist es im Prinzip unbedeutend, was ihr für einen Gefährten bei euch habt. Falk kann euch hier nicht helfen, denn das Vieh ist einfach zu schnell. Und wenn er zurückgestoßen wird, er kommt trotzdem schneller ran als die Entfernung, dass er zurückgestoßen wird. Deswegen, Falk wird euch hier nicht den Sieg sichern, aber da Falk ein sehr guter Damage-Dealer ist, behalte ich ihn trotzdem mal in der Gruppe. Und hier nehmen wir nicht den Plasmaball, sondern den EMP. Damit setzen wir den Kampfkoloss ungefähr, Pi mal Daumen, anderthalb Sekunden außer Gefecht. Das heißt, wir müssen hier viel mehr selber nachschießen. Das heißt, ein dickes Magazin wäre von guten Eltern, um euch hierbei weiterzuhelfen. Und wir probieren einfach mal, ob es klappt. Ich kann jetzt nicht versichern, dass ich es hinkriege, weil das ist wirklich schon, hier kann einiges schief gehen, dass es nicht klappt, deswegen vor diesem Kampf immer speichern, aber wir versuchen einfach mal unser Bestes. Da drüben! Und ihr seht, wenn er so, ja, von Blitzen umschlungen wird, dann ist er halt gelähmt durch das EMP und das hält aber nicht lange an. Ihr habt jetzt gesehen, das waren, ja, vielleicht sind es auch 2 Sekunden. Es scheint auch teilweise random zu sein, wie lange es wirklich ist. Jetzt habe ich leider den guten Falk umkommen lassen. Und ich sehe gerade doch, ihr müsst es mit Falk machen. Ihr müsst es definitiv mit Falk machen. Ich habe es gerade mit Arx probiert, mit dem Alp-Begleiter. Und der Schaden, den er raushaut, ist einfach viel zu gering. Falk, ich habe eben bestimmt, hat der Kampf länger gedauert. Und ich habe weniger Schaden gemacht. Oh, schnell nachladen. Der Schaden von Falk ist einfach weitaus höher durch seinen Brandeffekt. Ja, das war jetzt nicht ganz so toll. Es wäre schöner, wenn Falk wieder in den Fernkampf switchen würde, aber das kann ich jetzt gerade leider nicht mehr ändern.
das war knapp. Und so hätten wir auch den Kampfkoloss besiegt. Es hat leider länger gedauert, als es sollte, weil Falk in den Nahkampf gegangen ist. Falk, seine Fernkampfwaffe, sein Flammenwerfer, ist so ziemlich das Beste, was die Gefährten zu bieten haben. Und ihr habt zumindest gesehen, wenn Falk im Fernkampf bleibt, so wie er es eigentlich sollte, dann kriegt man auch diesen Kampf gut hin mit dem EMP von der Plasmawaffe. Was hat uns das jetzt gekostet? Ungefähr 50 bis 60 Schuss. Also 50 bis 60 Schuss muss man einplanen, wenn man den Kampfkoloss legen will mit Falk. Und das war's eigentlich auch schon. So kann man mehr oder weniger relativ früh im Spiel auf sichere Art und Weise die dicksten Gegner ausnocken. Man muss halt nur wirklich zu dem Konverter in Süd Abessa. Ich meine, gut, den Weg dahin, wenn man den Gegnern aus dem Weg geht, kann man da im Prinzip direkt am Anfang hin. Aber man muss ja nicht am Anfang das direkt machen. Die Gegner, die sollten ja schon mehr für Mid-Endgame sein. Am Anfang hat man erstmal mit anderen Gegnern zu kämpfen. Und ja, das war's mit dem Guide. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Und wir sehen uns wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.